Jo, hallo Leute. Ich will mal ganz kurz darauf hinweisen, weil ich heute schon wieder fast versucht wurde, gescammt zu werden. Lustigerweise von der gleichen, mit der gleichen Methode wie letztes Mal auch. Was ihr jetzt hier seht, ist quasi der Typ, der es versucht hat. Der Bestien, beziehungsweise keine Ahnung. Der ist aber eigentlich nur eben der Fake-Account, hat aber sehr viel dafür gemacht. Hat seine ganze Seite dafür eingerichtet. Mit allem drum und dran, auch warum er das selbst ist und also dass es wirklich echt aussieht. Ganz lustig ist schon mal hier der erste Punkt, er hat 7 Stunden CSGO gespielt, das hat er aber nicht mal als Spiel drin, sondern Dota ist so eigentlich sein Spiel. Abgesehen davon, wenn man mal guckt, er hat hier also CSGO so gut wie gar nicht gespielt, kann natürlich sein, aber allein dadurch, dass man, wenn man die ganze Zeit Items sich auch anguckt, spielt man das Spiel halt. Von daher ist das ganz witzig und das sind halt alles kostenlose Sachen. Das heißt, er hat auch hier eigentlich nie was gekauft aus diesem Account und trotzdem ist er halt Level 40, aber das ist auch nur wirklich da, damit es auch echt aussieht. Hier unten kann man es jetzt noch sehen, es sind halt dann tatsächlich vielleicht sogar echte Trades gemacht worden, aber an sich ist es halt nicht echt. Warum ist es nicht echt? Das kann man hier ganz gut sehen. Hier ist es jetzt ziemlich easy, wie er also hieß in der letzten Zeit. Er hieß auch James Bond. James Bond war witzigerweise auch der Typ, der letztens versucht hat, mir meinen Effekt zu scammen. Also nicht der echte. Es gibt eben den echten, der hat natürlich ein riesengroßes Inventar, ist auch einer der größten, mit befreundet mit Phantom Lord und Mota und Care. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen einfacher noch zu sehen. Bei dem anderen, da war wirklich nur James Bond und da hätte man auch tatsächlich drauf reinfallen können, wenn man jetzt sich gar nicht auskennt. Hier ist es jetzt easy, hier hat er halt schon mehrfach das versucht und deswegen seinen Namen geändert. Ja, und die gleiche Methode ist halt immer, er verlinkt zu dem eigentlichen Inventar, das ist dieses hier. Er verlinkt auch direkt zum Inventar und kann natürlich da die Knives einfach dann rausziehen, sodass man auf die Seite nicht unbedingt geht. In diesem Fall ist es aber ganz easy, wenn man schaut. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ganz nett vorbereitet ist, sind hier natürlich Items drin. In diesem Account sind keine Items. Beziehungsweise Items, die halt ein paar Cent wert sind, das ist hier noch mit das Beste. 4 Euro. Im Grunde genommen, ja. Das ist eigentlich so das, was halt höchstens mal hier drin ist. Vielleicht dadurch, dass dann so ganz kleine Trades gemacht wurden, die eigentlich nichts wert sind, dann kriegt er halt trotzdem Reputation und kann das halt so dann irgendwie hinkriegen. Ja, hier ist es jetzt wieder recht easy. Wenn man nämlich auf seine eigentliche Seite geht, ist es auch schön hier unten nochmal zu sehen. Erstens hat er sehr lange CSGO gespielt. Und wahrscheinlich nicht mal so lange gespielt, sondern halt auch nur wirklich dann getradet und sowas. Auf der anderen Seite, und hier ist es eindeutig eben, dass er nur dieses Steam-Profile hat und nichts anderes. Und auch keinen anderen Account nutzt zum Traden. Also da ist schon vorgesorgt auch, wahrscheinlich ist das auch eben häufiger immer schon vorgekommen, also richtig nervig, den ganzen Scheiß. Ja, Freunde kann man sich eigentlich auch noch gucken. Hier sind jetzt keine super interessanten, glaube ich, drin, die man generell kennt. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Aber sieht man dann doch schon, hier wird so ziemlich nichts drin sein. Bei diesem Typen hier. Das sind irgendwelche random Leute, die er wahrscheinlich geedit hat. Da hat nichts miteinander, das hat nichts miteinander zu tun. Ja, und wenn man jetzt mal hier guckt, das ist also immer diese gleiche Art. Man stellt natürlich auf das CSGO Launch zum Beispiel so ein Knife zum Traden rein. Der Typ schreibt einen an, will einen auch immer adden. Also es geht immer. Das, ja, er hat halt keinen Zugriff auf die Sachen zum Traden, von daher muss er das so machen. Zeigt dann halt den Smurf-Account und die Items da drin. Natürlich wird er overpayen. Klar, warum auch nicht? Ist ja immer so. Er hätte mir hier lustigerweise sogar einen StatTrak Doppler gegeben, M9 Doppler, was also weitaus mehr wert ist als mein jetziges Slaughter. Ja, damit verdient er natürlich Geld, ist ja kein Wunder. Ich habe jetzt mal eingegangen, es war schon fast wieder klar, dass das recht easy ist. Und dann kommt halt immer die Frage, und das war bei dem anderen halt genauso, und deswegen habe ich fast die Vermutung, dass es dieselbe, ein und dieselbe Person ist, aber gibt sicherlich häufiger Leute, die sowas versuchen und mehrere Accounts deswegen haben. Und es ist ja auch ganz easy, so einen Account zu machen, von daher ein bisschen darauf vorbereiten, der hat das jetzt noch ein bisschen verkackt, weil er halt die Namen auch geändert hat und weil er nicht darauf geachtet hat, dass der andere an sich schon was auf seinem, also der eigentliche, was auf seinem, auf seiner Pinnwand geschrieben hat, was das eben ausschließt. Ja, und hier ist eben dieser nette Bugged-Item-Bug, der auf Reddit auch einen extra Post hat, aber der ist an sich gefixt worden, das ist auch schon deutlich länger her. Ja, und dann war es schon klar,
Ich sagte dann, get the fuck out. War dann auch recht schnell. Er hat dann noch irgendwas geschrieben, ist aber dann sofort offline gegangen, beziehungsweise hat mich gelöscht. Also ganz eindeutig ein Scammer. Jo, das, was bei dem anderen noch ganz weit war, so war, da habe ich es ein bisschen länger getrieben mit dem. Der hat dann versucht, über einen Admin, wirklich einen Mittelmann, zu traden. Mit dem genau der gleichen Antwort eben, dass da die Bugged Items sind. Ganz witzig natürlich, er hat hier gesagt, er hätte mal eine Stat-Track Dragon Lore oder eine normale Dragon Lore FN dadurch verloren. Das ist klar, natürlich. Ja, in dem Fall habe ich es jetzt nicht so weit getrieben, es war mir jetzt egal, hatte ich jetzt keine Zeit für. Bei dem anderen war es dann eben so, bei diesem James-Bond-Typen, dass der da überhandeln wollte. Dann habe ich es aber auch gelassen und aufgedeckt, dass es ziemlich klar war, dass er halt ein Scammer ist. Ja, ich denke mal, es geht dann so weiter, also wenn man wirklich so weit geht und das vorher halt nicht bemerkt, dass die wahrscheinlich noch einen extra Account haben, der da den Mittelmann quasi nachahmt, sodass man nicht unbedingt merkt, wenn man dann tradet, an wem man das wirklich gerade sendet, dass das gar nicht der eigentliche Mittelmann ist, sondern irgendein Typ halt oder sein anderer Fake-Account. Ja, und dann ist das Knife quasi auch schon weg. Ja, da bringt dann auch, wenn man halt dann bestätigt übers Handy oder über E-Mail, ist das dann auch egal, kann man halt nichts mehr machen. Das Einzige, was dann halt was bringen könnte, ist jetzt bald das neue System, was eingeführt wird, dass eben die Knives erstmal oder die Trades erstmal so schwebend sind quasi, so dass man es zur Not noch zurückholen kann oder dass man den Trade halt rückgängig machen kann. Ja, das sind so die Sachen, da will ich mal wieder vorwarnen, also das passiert jetzt, ist mir jetzt schon in kürzester Zeit passiert, hintereinander, dass dann Leute versucht haben, das so zu machen, über diese Art, scheint momentan recht in zu sein, beziehungsweise versuchen sie es halt immer wieder. Ja, und ich weiß nicht, also wie viel Arbeit man hier reinsteckt, um extra so eine Seite herzurichten, aber muss man halt drauf aufpassen. Niemand overpaid einen so krass und will dann eben über Mittelmann oder so gehen. Also das Trade-System so ist gut genug, dass man eben so traden kann, auch sicher genug. Da braucht man eben keinen Mittelmann extra für. Das ist dann eben klar, wenn das dann schon kommt, erstmal will er overpayen, weil es ihm ja egal ist, er kriegt ja das Knife so oder so dann und wird ja dafür nichts geben. Und auf der gleichen Seite wird er das dann wegscammen und ist dann natürlich sofort weg. Ich habe ihn natürlich reported, weil das, was er macht, ist natürlich heftig und ich hoffe, der Account wird dir dann schon mal gesperrt, aber es gibt leider zu einfach, kommt man leider da dran. Hier in dem Fall ist das jetzt eigentlich auch eine gute History, also er hat ja seinen Namen tatsächlich schon mehrfach geändert. Auch andere versucht zu impersonaten, halt diesen James Bond, der einen riesen Inventar hat. Ja, und ich hoffe, es hilft so ein bisschen, dieses Video auch nochmal aufzuzeigen, was momentan für eine Scam-Art da ist. Also das ist momentan auch die ich so miterlebt habe. Ja, kann man an sich, in dem Fall ist es einfacher gewesen als in dem anderen Fall, weil da wirklich dieser Account nur James Bond hieß und auch keine großen Namensänderung hatte. Aber niemand overpaid so krass für ein ganz normales Knife an sich. Und ja, und kann dann eben erstmal machen sie den Deal fest, das ist halt auch ganz lustig, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie auch ein Bot sein könnte, der das zum Teil macht, aber erstmal machen sie den Deal fest quasi und dann sagen sie auf einmal, oh, ich kann ja gar nicht, ich würde das gerne über Mittelmann machen, weil ja dieser Bug da ist, ja, ist alles Quatsch. Also, ich hoffe, es hilft so ein bisschen und bis dann.